Guten Tag, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen und auch hier im Raum. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Gesundheitsprävention. Ich bin nicht Dr. Johanna Stranzinger, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, sondern ich bin Albert Nienhaus. Ich bin ein Kollege von Frau Stranzinger. Und Frau Stranzinger musste leider aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. An dieser Stelle gute Besserung. Ich werde sozusagen jetzt Frau Stranzinger vertreten. Erstmal schon mal vielen Dank an die ganze Organisation, die hier im Raum vertreten ist. Vielen Dank auch an die Gebärdendolmetscher und vielen Dank an Frau Kunert. Frau Kunert wird sozusagen die Verbindung virtuell herstellen. Also all diejenigen, die uns jetzt am Bildschirm zuhören, entweder im Büro zu Hause oder in irgendeinem Café, können im Chat Fragen stellen, Kommentare machen, die wir dann von Frau Kunert hier erfahren würden, sodass wir dann entsprechend darauf reagieren können. Machen Sie reghaft davon Gebrauch, bitte. Dann muss ich Ihnen leider eine zweite Programmanmeldung kundtun. Manche von Ihnen haben wahrscheinlich gestern die Sendung gesehen von Sven Plöger über den Zustand der Bahn und die ausfallenden Züge. Heute Morgen ereilte uns dann die Nachricht, dass ein Zug in Jena ersatzlos ausgefallen ist und jetzt keine Chance mehr bestand, rechtzeitig nach Hamburg zu kommen. Frau Naumann kann also leider heute nicht bei uns sein. Was ich aber gut an Sven Plöger fand, war die Aussicht, dass sozusagen die Autofahrerin, die Passionierte, seine Kollegin, am Ende des Berichtes sagte, naja, in bestimmten Situationen fahre ich jetzt auch neuerdings Bahn, weil es einfach sinnvoll ist und auch gut ist. Und ich selber bin auch sozusagen ein großer Fan der Bahn. Und in Bezug auf Frau Neumann haben wir sozusagen jetzt dann wieder eine positive Nachricht. Herr Krause, ein Kollege von der BGW, kennt sich mit dem Gesundheitsnetzwerk Nord aus, weil er ist der Förderer oder der Vermittler der Förderung dieses Netzwerkes. Und Herr Krause kann Ihnen zumindest jetzt einige Worte zu dem Netzwerk sagen und auch mögliche Anlauf- und Ansprechstellen, damit Sie sich im Rahmen des BGW-Forums noch über dieses Netzwerk erkundigen können. Ja, vielen Dank. Ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad gekommen. Insofern gab es gar keine Probleme. Der Hauptbahnhof war ja heute auch kurz gesperrt und ich sollte Ihnen erst einmal viele Grüße aus dem Netzwerk von dem Koordinator Steffen Neumann ausrichten, der ursprünglich das Referat hier halten sollte. Was ist das Präventionsnetzwerk Nord? Es ist tatsächlich ein jetzt seit 2 Jahren im Aufbau befindliches Netzwerk. Da sind Betriebe drin. Es wird gefördert sowohl von der BGW als auch von der Technikerkrankenkasse, je zur Hälfte. Und Sie können über die Webseite des Präventionsnetzwerkes Nord alles erfahren, was es dort gibt. Sie haben dort zum Beispiel Zugriff auf viele spannende Veranstaltungen, die aufgezeichnet wurden, schon auch während der Pandemiezeit, zu den zentralen Fragen, die hier auch im Forum zu Sicherheit und Gesundheit halt im Zentrum stehen. Die Webseite ist einfach zu merken, präventionszentrum-nord.de, präventionszentrum-nord.de. Bitte nicht das R als E schreiben, sondern als AE, wie man es im Internet kennt. Und ich wollte Ihnen gar nicht so viel dazu sagen, weil ich würde ein bisschen, ich bin zwar Förderer, das ist schon richtig, das heißt nicht ich, sondern die BGW, aber das ist bei uns angesiedelt und zwei meiner Kolleginnen im Bereich Organisationsberatung sind dort auch sehr aktiv. Es gibt aber auch einen wissenschaftlichen Beirat. Schauen Sie sich das alles gerne auf der Webseite an und wenn Sie Interesse haben, finden Sie mich nachher beim Hamburg-Abend oder unten, sprechen mich nochmal persönlich an, dann kann ich Ihnen dazu etwas sagen. Ansonsten für alle, die das Thema Mutterschutz interessiert, freue ich mich, dass ich das Wort übergeben kann, dass Sie auch mehr Zeit haben für dieses wichtige Thema tatsächlich nochmal sich zu interessieren und dem zuzuhören. Gibt es aus dem Chat oder bei Ihnen eine aktuelle wichtige Frage zu dem Thema, die Sie mir jetzt stellen wollen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich nochmal, dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu entschuldigen, dass es mit der Zugverbindung nicht geklappt hat.
und hoffe, dass Sie alle mal Lust haben zu blättern. Es ist wirklich ein spannendes Netzwerk, das seine Arbeit jetzt entfaltet. Demnächst gibt es auch Präsenzveranstaltungen und wir hoffen, damit gute Wege zu beschreiten, tatsächlich auch als zwei Sozialversicherungsträger Betriebe miteinander zu verknüpfen und die Themen Sicherheit und Gesundheit voranzubringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen noch ein wunderbares Forum und eine schöne Veranstaltung mit Professor Nienhaus und Frau Dr. Ochmann. Ich verabschiede mich dann. Ja, vielen Dank, Herr Krause, dass Sie das kurz erklärt haben, wie Sie sich sozusagen noch weiter informieren können über das Netzwerk. Und ja, schade, dass es sozusagen mit der Referentin, oder wir müssen uns noch darüber einigen, ob es eine Referentin hätte gewesen sein sollen oder ein Referent. Bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls der oder die Referentin, Referent ist, konnte nicht kommen. So, ja, umso mehr freue ich mich, dass Frau Ochmann aus München den weiten Weg geschafft hat. Sie ist vorsichtshalber gestern schon angereist, sonst wäre das aus München ja auch ein bisschen kompliziert. Und Sie können sich alle wahrscheinlich vorstellen, dass in Zeiten von Covid Frau Ochmann eine sehr gefragte Frau war als Leiterin des Ausschusses für Mutterschutz, weil da gab es einiges zu klären, zu diskutieren. Aber ich weiß auch schon von Frau Ochmann, dass es sozusagen auch gut ist, dass wir jetzt wieder in normalen Zeiten übergehen. Aber das wird Frau Ochmann Ihnen gleich sozusagen aus erster Hand berichten. Frau Ochmann wird sich auch kurz selbst vorstellen, dann mache ich da auch keine Fehler. Wenn Sie möchten, hat Frau Ochmann auch einen Beitrag für ein Buch geschrieben. Da mache ich noch mal ganz kurz Reklame für. Wir haben ein Buch gemacht, Covid und Arbeit, wo wir in 30 Kapiteln die verschiedenen Aspekte der Pandemie aufbereitet haben. Und da war Frau Ochmann im Prinzip so lieb und hat zum Mutterschutz was geschrieben. Einen, wie ich finde, sehr lesenswerten Beitrag. Umso mehr freue ich mich dann jetzt über Ihren Beitrag hier. Ja, dann darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen, mich erstmal ganz herzlich auch bedanken für die Einladung über die BGW. Für mich ist so ein bisschen in der Medizin heißt es sekundärer Krankheitsgewinn. Ich habe jetzt den Luxus, ein bisschen länger hier reden zu dürfen, wenn Sie es aushalten. Der Vorteil ist, dass wir nicht so durch die Folien galoppieren müssen, sondern locker traben können. Mein Name ist Uta Ochmann. Ich bin oberärztlich am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin bei Herrn Professor Nowak als Leiter des Ganzen schon lange tätig. Habe dann seit 2015 zusätzlich die Stabsstelle des Betriebsärztlichen Dienstes für unser Klinikum bekommen. Das bedeutet, dass wir natürlich mit Kollegen zusammen knapp 11.000 Mitarbeiter betriebsärztlich betreuen und seit 2018 dann eben ehrenamtlich zusätzlich die Aufgabe als Vorsitzende des Ausschusses Mutterschutz. Ich habe jetzt eigentlich das Thema, glaube ich, bekommen, Mutterschutz für Ärztinnen. Ich habe es jetzt mal etwas verallgemeinert, weil ich denke, es kommt ja auf Setting drauf an. Und im Setting habe ich bestimmte Gefährdungen. Und egal, ob ich jetzt Arzt gelernt habe oder Pflege oder irgendwas anderes, habe ich die Gefährdungen in gleicher Weise. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gesagt, Mutterschutz im Gesundheitswesen. Das Mutterschutzgesetz soll die Mutter und natürlich das ungeborene Kind und später halt über Stillen auch das geborene Kind schützen. Aber das neue Mutterschutzgesetz hat ein zweites, unabhängiges, gleichwertiges Ziel, nämlich Benachteiligung zu verhindern. Und das wird manchmal so ein bisschen überlesen oder nicht ganz so bedacht und oftmals im Überprotektivismus das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und dadurch dann eher Benachteiligung der Mutter in Kauf genommen. Mutterschutz im Gesundheitswesen, ganz orientierend jetzt mal, welche Gefährdungen wir da berücksichtigen müssen. Es ist aber die Arbeitsorganisation, die Arbeitszeiten halt, die Infektionsgefährdung ganz vorne dran, ionisierende Strahlung trifft zu Gefahrstoffe, Narkosemittel, Formaldehyd, schweres Heben und Tragen und natürlich dann auch das lange Stehen möglicherweise, obwohl das zu relativieren ist. Hier ist wirklich nur gemeint, wenn man eingeschlossen in einer kleinen Verkaufsbox stehen muss und sich wirklich nicht irgendwie anders bewegen kann, sie keine Stehhilfe nutzen kann. Aber natürlich ist das mit zu berücksichtigen bei langen Operationen, aber das ist eh schwierig. Wie kommen wir dem ganzen Thema näher? Ich habe Ihnen jetzt hier als Beispiel das mitgebracht, was wir bei uns am Klinikum, ich denke, mit einigem Erfolg implementiert haben, einen Prozess Mutterschutz. Das ist
vorab ein Formalismus, ist über das QM gelaufen, es ist im Vorstand abgesegnet worden, hat aber den Vorteil, dass es für alle Beschäftigte im Klinikum in der Einrichtung gilt, dass man immer darauf verweisen kann, dass die begleitenden Dokumente, die dazugehören, mit verortet sind, die man natürlich dann aktualisieren muss. Aber wir haben so ein Konzept geschaffen, um sozusagen dieses Thema auch dauerhaft hineinzubringen. Und das hängt natürlich von der Betriebsgröße ab. Bei kleinerer Praxis ist das wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Aber in einem Krankenhaus, im größeren Betrieb ist es durchaus sinnvoll, sowas zu implementieren. Das muss jetzt nicht zwingend betriebsärztlich alles durchgefochten werden, wie es jetzt bei uns erfolgt ist. Aber als Betriebsarzt oder Sicherheitsfachkraft kann man zumindest mal den Anstoß geben, dass man einfach sagt, Leute, es würde uns hier allen gut tun, wenn wir ein Konzept hätten, das jeder nachlesen kann, was muss ich denn tun, wenn sich eine Schwangere meldet oder die oder jene andere Frage kommt. Und das ist sozusagen bei uns im Prozess alles genau erklärt. Den habe ich jetzt aus Zeitgründen nicht genau mit dabei, habe Ihnen aber das begleitende Dokument, eins der begleitenden Dokumente mitgebracht. Das ist sozusagen diese individuelle Gefährdungsbeurteilung, die man sozusagen als Vorgesetzter durchführen muss, wenn eine Frau ihre Schwangerschaft bekannt gibt. Es gibt dann noch eine anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung, die dem Ganzen vorgeschaltet ist, die ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht dabei hatte, wo sozusagen der Arbeitgeber sich im Vorfeld Gedanken machen soll, was wäre, wenn auf diesem Arbeitsplatz eine Schwangere tätig wäre, was müsste ich dann alles verändern? Oder welche Dinge kann ich mir auch schon im Vorfeld überlegen, dass es dann nicht zeitkritisch erst geschieht, wenn eine Frau schwanger ist? ZB, lapidares Thema, Liegemöglichkeit. Selbst im Krankenhaus kriege ich Anrufe und dann, ja, Frau Hochmann, wir haben jetzt eine Schwangere, wo kriege ich denn die Klappliege her? Das kann man sich halt im Vorfeld grundsätzlich sich überlegen, habe ich eine Klappliege und wenn ja, wo stelle ich sie hin? Dann ist das Thema schon mal abgefrühstückt. Dann anlassunabhängig auch zu überlegen, wo habe ich welche Gefährdung? Und da bin ich ganz nah an der grundsätzlichen Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz. Und so ist es auch gedacht. Mutterschutz ist eine spezielle Form des Arbeitsschutzes. Je besser der normale Arbeitsschutz für alle ist, desto weniger Delta habe ich zu den Besonderheiten der Schwangeren. Und deswegen, je besser ich so im Vorfeld schon mal alles gestalte, desto weniger muss ich hinterher tun. Und so haben wir auch unsere anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung aufgebaut, indem wir einfach sagen, was musst du zu diesem Thema grundsätzlich für alle tun? Nehmen Sie jetzt mal den Lärm. Sie wissen, es gibt Lärmbereiche, da gibt es Auflagen und ganz unbenommen, aber Sie wissen auch, dass Lärm unterhalb der Lärmbereichsschwelle von 80 oder 85 dB im Schichtmittel durchaus als Stressor negativ auf alle wirkt. Stress will man für Schwangere insbesondere nicht. Also sagt man, auch 70 dB vielleicht oder so ist auf Dauer für eine Schwangere nicht so passend. Aber wenn ich ein guter Arbeitgeber bin, kann ich mir auch überlegen, für alle die Lärmentstehung zu reduzieren. Insofern sind das Themen, die man auch grundsätzlich im Vorfeld pauschal für alle angehen kann. Gut. Zurück also zur anlassbezogenen Gefährdungsbeurteilung, also die Gefährdungsbeurteilung, die Sie dann auf Basis der anlassunabhängigen, die ja schon da sein sollte, speziell für diese Frau durchführen, weil die anlassunabhängige ist ja sozusagen tätigkeitsbezogen und eine Schwangere hat ja möglicherweise im Gang ihres Arbeitstages, ihrer Arbeitswoche unterschiedliche Tätigkeiten. Insofern müssen Sie das Ganze sozusagen auf Sie konkretisieren, auf diese einzelne Frau, damit das Ganze passt. Was ist von Corona übrig geblieben? Bei unserer individuellen Gefährdungsbeurteilung ist das übrig geblieben. Natürlich kein Umgang mit Patienten, die Infektionssymptome haben, die auf eine übertragbare Infektionskrankheit hindeuten können. Das war schon vor Corona so. Das geht halt nicht. Keine Tätigkeiten, die zur Aerosolbildung führen, auch wieder für alle Infektionserreger, nicht Corona-spezifisch. Wenn Sie sozusagen absaugen oder bronchoskopieren, intubieren, solche Tätigkeiten, die halt im Gesundheitswesen durchaus dann Aerosol generieren können. Hygienevorschriften sollten auch schon immer eingehalten werden. Und jetzt diese Empfehlung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Der Link ist da eingebaut, das können Sie sich suchen, zur Vermeidung von Atemwegsinfektionen. Auch die sind sozusagen von der spezifischen Empfehlung zur Corona-Situation
allgemeiner geworden, haben halt aerogene Infektionserreger im weiteren Sinne bearbeitet, was Sinn macht. Die Empfehlungen finde ich sehr schön. Und der Ausschuss für Mutterschutz hat dann noch als Add-on, als FAQ, auch auf der Seite des Ausschusses Mutterschutzes noch ein paar Infos zu der Situation vom Tragen FFP2-Masken in der Schwangerschaft und ergänzende Informationen gegeben. Eine Schwangere kann auf jeden Fall eine FFP2-Maske tragen. Es gibt grundsätzlich für keinen im Arbeitsleben eine Tragezeitbegrenzung für eine FFP2-Maske, wenn diese als Infektionsschutz getragen wird. Eine Schwangere hat darüber, über das Mutterschutzgesetz, immer die Möglichkeit, ihre Arbeit kurz zu unterbrechen. Und insofern, wenn die jetzt sozusagen sagt, jetzt wird mir das Ding lästig, es juckt darunter, ich schwitze mehr, das sind alles Dinge, die man genauso ernst nehmen muss. Es macht keinen Sauerstoffmangel, es macht keine CO2-Anhäufung, sie setzt sich nicht zu mit Staub, weil sie eben nicht in staubiger Umgebung getragen wird. Aber sie kann natürlich sekundär irgendwie suboptimale Empfindungen hervorrufen. Und dann muss eine Schwangere die Möglichkeit haben, dieses Ding abzusetzen. Und auch in Corona haben wir propagiert, dieser Ort des Absetzens sollte halt infektionsfrei sein. Sprich, sie muss da natürlich dann ihre FFP2-Maske absetzen können. So, dann ist es das eigentlich alles, was von Corona bei uns zumindest übrig geblieben ist. Und falls Sie noch eine Idee haben, können wir das nachher diskutieren. Aber ich denke, das deckt das ab. Corona ist zum Glück auch mit den Varianten ab Omikron bis zu denen, die wir jetzt haben, haben wir zum Glück keine Indizien, dass die Mortalität bei Schwangeren jetzt deutlich höher sein sollte oder überhaupt eine höhere Mortalität. Die Zahlen, die Sie zu Schwangerschaft und Corona kennen, sind aus der Wildtyp-Alpha-Delta-Zeit. Hier haben wir tatsächlich eine erhöhte Gefährdung für Schwangere, insbesondere für ältere Schwangere ab 35. Da haben wir ganz harte Risikoerhöhungszahlen und da muss man aufpassen. Aber momentan ist es zum Glück weiterhin so, dass wir, denke ich, berechtigt sagen können, wir haben halt ein Virus mehr und es wird nicht das Letzte sein, was dazukommt. Gut, jetzt gehen wir mal und anhand unserer individuellen Gefährdungsbeurteilung habe ich sozusagen meine Informationen zu den einzelnen Themen auch eingebaut. Unser erster Kasten ist, was ist insgesamt zu berücksichtigen? Und da kommt natürlich die Ruhezeiten zwischen zwei Schichten. Das gilt auch für nicht schwangere Menschen, aber nochmal betont, dass das einzuhalten ist. Die Liegemöglichkeiten, Händedesinfektion ist jederzeit möglich. Auch da sind immer wieder Fragen gekommen. Und das rot eingekringelte ist sozusagen jetzt schon spezifisch zur Infektionsgefährdung. Und da haben wir sozusagen differenziert. Habe ich einen ISO-Fall, also einen Patienten mit bekannter Infektionskrankheit, der direkt ins ISO-Zimmer gelegt wird, dann muss ich eine Schwangere nicht von dieser Station entfernen, sondern kann sagen, was vorher schon bekannt sein sollte, eine Schwangere geht halt nicht zu Infektionspatienten. Die geht einfach nicht ins ISO-Zimmer. Anders ist es, wenn ein Mitarbeiter einen Patient sozusagen im Beigang eine Infektionskrankheit erwirbt und zum Beispiel, was wir nicht hoffen, mit Masern da rumgelaufen ist, natürlich mit Diagnose der Masern zu Hause bleibt, dann kommen ja auch die Empfehlungen von den Aufsichtsbehörden oft für die befristete Freistellung/Versetzung der Schwangeren in einen anderen Bereich. Das Ganze ist eigentlich nur gedacht, um zu warten, ob dieser eine infizierte Mensch, der da rumgelaufen ist, ein Ausbruchgeschehen getriggert hat. Und deswegen ist die Frist der befristeten Freistellung angepasst an die Inkubationszeit. Ich will einfach schauen, hat dieser Mensch, bevor er mit seinen Masern nach Hause gegangen ist, noch drei andere angesteckt? Und dann will ich warten, um zu schauen, ist das tatsächlich eingetreten? Und für diesen Zeitraum möchte ich eine Schwangere da halt nicht rumlaufen haben, nicht, dass die sich dann bei diesen nachträglich Infizierten ansteckt. Und deswegen, Abhängigkeit natürlich immer vom Immunstatus der Schwangeren, würde sich es empfehlen, sie dann für die Zeiteinheit woanders hinzusetzen. Das gilt eben für Dinge, die trotz Impfung immer noch keine vollständige Immunität machen, wie Influenza. Es gilt für Viren, wo ich keine Impfung habe, Rotavirus, Neurovirus, Scharlach, Corona halt auch. Da haben wir die Impfsituation so ein bisschen wie bei Influenza. Wir haben einen guten Schutz, aber keinen vollständigen. Da würde man dann sozusagen die Freistellung empfehlen, egal ob geimpft oder nicht. Gut, Rückkehr ist halt möglich, wenn innerhalb dieses Zeitraums keine weiteren Fälle aufgetreten sind, dann kann ich die Schwangere wieder in den Bereich zurückholen.
Der Arbeitgeber muss sozusagen die Schwangeren auch immer freistellen, wenn sie zu Untersuchungen müssen und tragen. Hier nochmal betont, ist eine FFP2-Maske ist möglich. Jetzt kommt der spezielle Block Infektionsgefährdung. Da haben wir noch, muss ich sagen, zwei große potenzielle Gefährdungsareale, die Kinderklinik Kontakt, oder auch HNO, ist gemischt, wer halt Kontakt zu Kindern hat beruflich und Kontakt zu frisch transplantierten, Klammer auf, Zytomegalie, Klammer zu, relativiere ich gleich. Jetzt haben wir aber erstmal noch pauschal drin, wenn klar ist, dass die Schwangere da in dem Kontakt steht, sollte solche Tätigkeit im direkten Patientenkontakt für diese Patientengruppen erstmal gemieden werden. Dann empfehlen wir dringend, dass die Schwangere zu uns als betriebsärztlichen Dienst kommt, um dort eben sozusagen beraten zu werden und bekommt ein Dokument der individuellen Beurteilung ihrer persönlichen Infektionsgefährdung, die natürlich sehr stark vom Immunstatus und vom Serostatus abhängt. Man kann das nicht zwingend vorschreiben, wir wollen es auch nicht vorschreiben. Unsere Beurteilung geht deswegen auch nur an die Schwangere und die Schwangere wird halt gebeten, das Ganze im Bereich vorzulegen. Es ist so formuliert, dass sozusagen keine individuellen Impftiter oder irgendwas rausgegeben werden, sondern nur gesagt wird, was geht, welche Kontakte zu welchen Kindern in welchen Altersgruppen gehen und was geht nicht. So, dann schauen wir mal, da ist sozusagen ein Teil in dieser individuellen Beurteilung der die Infektionsgefährdung dann einzufügen. Das wünschenswert ist eben, dass die Schwangere das Blatt von uns vorlegt und der Ausfüllende, der nach meist der Vorgesetzte ist, zusammen mit der Schwangeren nach unseren Vorstellungen, soll eben diese Informationen da übertragen. Und letztendlich sehen Sie da die Tabelle, wo wir sozusagen die Gefährdung dann eintragen. Die Zahl 15 als Grenze kommt von Varizellen, also Windpocken. Kinder oder Jugendliche bis zu 15 haben eine erhöhte Gefährdung, diese Krankheit mit sich rumzutragen. Es wird in Zukunft auch eher den Drift ins höhere Alter geben. Durch die Varizellenimpfung ist das sozusagen der Sekundäreffekt, weil sich nicht alle impfen lassen. Habe ich eine kleine Gruppe von nicht geimpften Kindern, die aber wiederum, weil die Erkrankung nicht mehr so endemisch ist in der Bevölkerung, sich gar nicht so schnell anstecken, habe ich einen Transfer der Infektionen auch ins höhere Alter. Das ist der Nachteil sozusagen des Impfens. Das funktioniert, dieses Konzept, eigentlich nur, wenn tatsächlich sich die Mehrzahl impfen lassen. Aber so ist es nun und deswegen bis 15, wenn keine Varizellenimmunität ist, geht es halt nicht. Die 6 ist drin wegen Parvo-B19 als Virus, wo ich keine Impfprävention habe, auch erogen übertragen. Und die Grenze mit 3 ist immer noch drin wegen Zytomegalie. Zytomegalie ist die häufigste in der Geburt übertragbare Infektionserkrankung mit den schwerwiegendsten Folgen. Deswegen muss man sie definitiv ernst nehmen. Die Seroprävalenz ist bei uns ziemlich niedrig. Das ist sozusagen ein Hygieneeffekt, den wir so ja nicht wollen. Es gibt andere Länder aus dem Drittlandraum sozusagen, die eine hohe Durchseuchung haben bei jungen Erwachsenen. Und diese Mütter sind natürlich geschützt und können ihr Kind schützen. In Deutschland haben wir halt eine Seroprävalenz von ungefähr 45 bei Frauen im gebärfähigen Alter. Die intrauterine Übertragungsrate liegt bei knapp 50%. Daraus kann man sozusagen errechnen, wenn man ungefähr 800.000 Geburten mal postuliert in Deutschland. 1% Infizierte sind 8.000, die sich infizieren. 10% sind symptomatisch davon und die Symptome sind halt irreversibel. Also die Kinder haben Hörstörungen, haben eine mentale Retardierung. Die Schwerstgeschädigten werden in Deutschland meist nicht mehr geboren, sondern im Vorfeld dann abgetrieben. Das Problem ist weiterhin, dass manche Einschränkungen durch das Virus erst im weiteren Entwicklungsverlauf des Kindes auffällig werden und die Rückkopplung auf die Ursache nicht mehr möglich ist. Sie kennen die U2, wo halt so aus einem Blutstropfen, aus einem Fließpapier sozusagen ein paar Diagnostik von genetischen Erkrankungen durchgeführt werden beim Neugeborenen. Aber diese werden nicht aufgehoben. Es ist also nicht möglich sozusagen zu gucken, hat
das Kind möglicherweise die Infektion über die Mutter während der Geburt bekommen und deswegen 6 Monate später eine höhere Tadierung oder Ähnliches. Also das ist in Deutschland nicht möglich. Es gibt auch kein zentrales Register für entsprechende Schäden. Ist die Dunkelziffer möglicherweise noch größer. Also soll nur sagen, es ist ernst zu nehmen. Wo liegen jetzt die Probleme? Auch die Folien habe ich nicht dabei. Im Vergleich zum Gesundheitswesen haben wir eindeutig erhöhte Übertragungsmöglichkeiten und Raten und Risiken im Setting Kinderbetreuung. Und da haben wir ganz eindeutig auch die Korrelation zur Gruppengröße, was ich übersetze mit Hygiene. Wenn eine Erzieherin eine große Kindergruppe betreut, sind die hygienischen Bedingungen nicht so, als wenn ich auf der Station, in der Kinderklinik unter allem Hygiene, was ich so habe, tatsächlich meine Kinder betreue. Deswegen sind die Settings nicht vergleichbar. In der Kinderklinik habe ich diese Daten, und das ist meine einzige Einschränkung, wir haben keine deutschen Daten. Wir haben Daten aus den USA, wo die Hintergrundprävalenz ein bisschen vergleichbar ist. Und davon hängt es ja ab, ob eine Serokonversion statistisch signifikant überhaupt in Studien herauskommt oder nicht. Deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber Daten aus den USA, sehr gut, dass es jetzt nur ein Review gibt, viele verschiedene, die sagen, dass Zytomegalie negative Gesundheitswesen Beschäftigte kein erhöhtes Risiko einer Serokonversion haben aufgrund der Hygiene. Und das gilt auch für Betreuung von Kindern, das gilt auch von Betreuung von Menschen, die reaktivieren unter Immunsuppression oder anderen Immundefekten, dadurch auch wieder relevant Virus ausscheiden können. Auch wenn man die mit Hygienemaßnahmen betreut, hat man kein erhöhtes Risiko. Also sprich, man könnte Entwarnung geben für Zytomegalie im Gesundheitswesen, im Setting, wo alles mit hygienischen Maßnahmen kontrolliert ist. Wir haben jetzt das Regime im Klinikum angefangen, jede Schwangere, die Zytomegalie negativ ist, auf diese Daten hinzuweisen, versuchen zu erklären, wo die Risiken sind. Die sind nicht nur im Gesundheitswesen, sondern sind auch daheim, wenn man Babys von Freundinnen auf den Arm nimmt, möglicherweise höher als im Klinikum, dass im Setting Klinikum man sich gut schützen kann. Und wenn eine Frau da mitgeht, dann geben wir sie frei für diese Tätigkeiten. Wenn sie weiterhin Sorge hat und unsere Aufklärung da nicht hinreichend war, dann sagen wir, okay, dann schränken wir dich ein für die Kontakte mit Zytomegalie, wie früher auch. Also wir haben so einen weichen Übergang, um da nicht pauschal jetzt plötzlich zu sagen, ihr müsst jetzt alle im Kinderkontakt arbeiten, wo es doch noch einen Monat vorher hieß, wie gefährlich ist das alles. Also versuchen wir einfach die Denke sozusagen in die Menschen hineinzubringen, in der Hoffnung, dass es irgendwann Standard wird, dass es vorgelebt wird und dann funktioniert. Mal gucken. Das ist so diese Tabelle, die dann im Anhang auch noch von uns an die Schwangere rausgegeben wird. In der Abhängigkeit vom Immun- oder Serostatus sind halt bestimmte befristete Freistellungen notwendig, über die ich Ihnen eben grundsätzlich schon gezeigt habe, das sind jetzt die Freistellungen, die in Abhängigkeit vom Immunstatus notwendig sind. Gefährdungsbeurteilung, Mutterschutz, Infektionsgefährdung. Das nächste große Thema ist halt Gefährdung durch blutübertragbare Erkrankungen, Stichverletzungen, Kontaminationen als großes Thema, wo eben auch der Ärztinnenbund, die Ärztinnen vehement dran sind, da irgendwie eine neue Aufstellung zu wünschen, was ich gut nachvollziehen kann und was, denke ich, auch in meinen Augen weitgehend umsetzbar ist. Ein großer Schritt in die richtige Richtung ist jenes Grundlagendokument. Da hat vor allem Frau Professor Modrow, Virologin aus Regensburg, maßgeblich dann teilgehabt. Relativ umfangreiches Dokument. Was sind überhaupt relevante Infektionserreger aus Sicht des Mutterschutzes in Deutschland? Und wie ist insbesondere die Gefährdung durch blutübertragbare Erkrankungen einzuschätzen? Und da haben wir jetzt sozusagen diesen Satz, dass es mittlerweile und auch wieder Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen, das Infektionsrisiko sehr, sehr gering ist und nicht
erheblich über das allgemeine Infektionsrisiko in der Bevölkerung hinausgeht. Das ist sozusagen der erste vorbereitende Schritt, wenn ich mal so offen sein darf, in die Richtung, dann auch irgendwann mal Paper zu schreiben, was in der Schwangerschaft an operativen Tätigkeiten möglich sein wird. Sie kennen vielleicht schon dieses Positionspapier OPITZ, das waren zwei oder sind zwei sehr engagierte Ärztinnen, die aus Eigenbedarf in 2015, weil mich beide schwanger, sich mal hingesetzt haben und zusammengeschrieben haben, was denn vielleicht aus ihrer Sicht ginge und was nicht in dieser Hinsicht. Und das ist, finde ich, ein sehr solides, sehr gutes Paper geworden, was sicherlich Eingang finden sollte und aufbereitet werden sollte für eine hoffentlich irgendwann entstehende Regel vom Ausschuss Mutterschutz, dass es durchaus eben Kriterien gibt, die ein Arbeiten erlauben können. Man kann Patienten bei größeren interventionellen Eingriffen durchaus screenen bezüglich Hepatitis B. B ja, sollte man eher geimpft sein, aber C und HIV kann man die Patienten screenen. Das, was dann übrig bleibt, ist die diagnostische Lücke, die ersten 6 Wochen nach einer Infektion, wo man halt noch keine Antikörper bildet und wo ein Patient möglicherweise als falsch negativ eingeordnet wird, aber das Risiko ist dann wirklich sehr gering. Rein elektive Eingriffe, natürlich Notfallinterventionen, sind nicht möglich. Möglich, wenn immer, Einsatz von stichsicheren Instrumenten, wenn es diese gibt, Tragen von doppelten Handschuhen, Tragen von Indikatorhandschuhen, Schutzvisiere, wenn es spritzen sollte, C-Bogeneinsatz ist jetzt nicht blutübertragbar, aber auch das muss natürlich geregelt werden für die Schwangeren. Keine Teilnahme bei infektiösen Eingriffen ist klar, keine Tätigkeiten beengten Operationssituationen, keine Operationen mit unterbrochener Sichtkontrolle, keine Notfalltätigkeiten wiederum. Eine Backup-Situation ist natürlich arbeitsorganisatorisch schwierig, aber es gibt durchaus eben Möglichkeiten, Standardoperationen der Dermatologie, kleine übersichtliche Eingriffe, endoskopische Eingriffe. Und dann ist es auch immer abhängig von der Schwangeren selber. Und das ist dann schwierig zu regeln. Mutterschutz kann nur wirklich gut sein, wenn man individuell schaut. Und wenn ich eine Ärztin habe, die schon seit 5 Jahren irgendwelche endoskopischen Eingriffe macht, die ist geübt, die ist routiniert, auch die kann sich mal Nadelstich verletzen, ist mir klar, aber die kann das und macht das gut und würde es gerne weitermachen. Eine Kollegin, die gerade da im Einarbeiten ist in dieser Technik und dann schwanger wird, sieht das vielleicht ein bisschen anders. Und deswegen muss man dann auch vor den Vorgesetzten betonen, diese Regelungen sind für eine bestimmte Schwangere dann zusammengestellt. Nicht, dass der Chef dann sagt, wissen Sie, Ihre Kollegin letzten Jahr, die hat das doch alles gemacht, wieso machen Sie das denn jetzt nicht? Da muss man auch aufpassen, dass man dann sozusagen nicht eine Ungerechtigkeit wiederum über diese vermeintliche Freizügigkeit einführt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Dann haben wir wiederum das große Problem der Inhalationsnarkotika. Es ist keins bezüglich Reproduktionstoxizität freigegeben. Isofluran ist jetzt ganz neu in 2022 nochmals von der MAC-Kommission bewertet worden. Es gibt einen MAC-Wert mittlerweile für Isofluran von 2 ppm, glaube ich. Der AGS hat das noch nicht übernommen, aber das wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Nichtsdestotrotz ist auch von der MAC-Kommission, die ja nicht rechtsverbindlich ist, aber die sehr akribisch auch die Begründung für ihre Marktwerte schreibt, ist die Schwangerschaftskategorie D ausgegeben worden. Sprich, wir haben Hinweise auf eine Reproduktionstoxizität, haben nicht genügend Daten, um das weiter zu differenzieren. Also es bleibt weiterhin schwierig. Und insofern muss entweder das Klinikum für den bestimmten OP, wo die Schwangere tätig ist, sicherstellen, dass dort nichts in der Luft ist. Sprich, sie müssen messen. Oder die Schwangere wird halt in OPs eingesetzt, wo andere Formen der Narkose, TIVAs, also eine intravenöse Narkose, peritoral, lokal, Leitungsanästhesien gefahren werden, um sozusagen das Risiko einer Inhalationsnarkotika-Exposition zu vermeiden. Dann gibt es, wollte ich nur zeigen, weil eben auch geografisch in der Nähe, ein Leitfaden von Schleswig-Holstein zu dem Thema, der ähnlich aufgebaut ist, der die gleichen weiter bestehenden Einschränkungen, Notfallcharakter, lange Operationen in unübersichtlichen Gebieten aufführt, was eben ungeeignet ist, sagt er, aber auch was grundsätzlich möglich und elektiv ist. Und das ist, denke ich, ein in Aussicht zu stellender Kompromiss, den wir irgendwie ansteuern sollten, der theoretisch auch
im Alleingang in Anführungsstrichen umsetzbar ist, wenn man genügend Leute zusammen hat in seinem Klinikum, die sozusagen in die gleiche Richtung argumentieren. Es ist immer gut zu dokumentieren, sonst kommen Sie leicht ins Organisationsverschulden. Es ist zu dokumentieren, was die Schwangere macht. Es ist zu dokumentieren, dass das verantwortbar ist. Kommen wir gleich noch drauf. Es ist weiterhin zu dokumentieren, was man als unverantwortbar entdeckt hat und deswegen auch von der Schwangeren nicht ausgeübt hat, sodass in meinen Augen, wenn dann eine Behörde käme, dann die Behörde in Zugzwang käme zu sagen, warum das, was man selber als verantwortbar argumentiert hat, plötzlich dann doch unverantwortbar sein sollte. Also da würde ich mich dann auch so einer Diskussion stellen wollen, aber es müssen alle zusammen auch das dokumentieren, um sagen, dass keiner im Alleingang seinen Kopf dahin halten muss. Also der Ausblick ist so, Hepatitis B-Immunität sollte natürlich da sein. Die Hepatitis B ist die häufigste blutübertragbare Infektionskrankheit, die wir haben. Das Übertragungsrisiko ist deutlich höher als bei Hepatitis C und HIV. Deswegen sollte die Schwangere da geschützt sein. Und dann elektive Eingriffe, das haben Sie jetzt oft genug gehört. Da kann ich auch drüber hinweg. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich die Seite sehr, sehr gut finde. Wenn immer Sie Fragen haben, schauen Sie drauf. Da gibt es zum Beispiel auch Verzeichnisse, welche stichsicheren Systeme es für welche Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ich empfehle immer, es im kleinen Team erstmal zu probieren, Pilote laufen zu lassen. Die Leute müssen natürlich sich dran gewöhnen. Es dauert ein bisschen auch Umstellung, aber es gibt einfach mal auch Systeme, die einfach nicht geeignet scheinen für das, was man damit vorhat. Sozusagen, weil die Laufzeiten viel länger werden, weil es organisatorisch nicht so gut geht, sodass man nicht immer sagen kann, hier gibt es jetzt was Stichsicheres, das wird genommen, sondern es muss eingepasst werden in den Prozess. Es muss gebeten werden, dass man es auch ein bisschen ausprobiert, bevor man sich entscheidet, ob man es einführt oder nicht. Gut. Nächstes Thema, Gefahrstoff im Gesundheitsdienst. Da gab es vorhin eine Session auch gerade, deswegen ist das ganz gut. Ich habe es auch nicht so ganz so ausführlich. Narkosegase hatten wir schon kurz besprochen, dass eben eine Exposition momentan nicht möglich scheint. Zytostatika, nicht alle, aber ein Großteil wird als krebserzeugend eingeordnet. Deswegen sind sozusagen in der Apotheke des Klinikums, wenn es eine solche gibt und dort eben angemischt wird, solche Tätigkeiten nicht möglich. Anhängen ist möglich. Das Spill-Kit sollten vielleicht nicht gerade Schwangere dann anwenden, falls es tatsächlich irgendwie zu einem Raustropfen-Unfall kommt vor Ort. Dann die Betreuung von Patienten mit einer Hochdosis Chemo, also vor zum Beispiel Knochenmarkstransplantationen, sollte vermieden werden. Oder HIPEC-Therapien, das ist intraoperativ in den Bauchraum gegebene Chemotherapeutika für eine Peritonealkarzinose. Auch solche Patienten scheiden dann im hohen Maße Chemotherapeutika über die Drainagen und auch über den Urin aus, sodass da sozusagen in Abständen immer arbeitsorganisatorisch geschaut werden muss, dass keine Exposition da ist. Desinfektion und Reinigungsmittel in Konzentraten, ja. Letztendlich betrifft das eher das Reinigungspersonal, was bei uns leider auch outgesourced ist, was wir nicht selber betriebsärztlich betreuen. Da muss man gucken, dass dort nur in den Endverdünnungen, das ist wiederum für die Schwangeren kein Problem. Lösemittel wäre eher der Forschungsbereich, auch DNA-Färbemittel und Formaldehyd habe ich jetzt, glaube ich, noch mal gleich genauer. Das ist nur noch mal aus unserer Gefährdungsbeurteilung wiederum die Liste, was sozusagen zu berücksichtigen ist. Wenn man Gefahrstoffe hat, was bei uns vor allem Forschungsbereich ist, ist es so differenziert, dass man sich eigentlich mit der Arbeitssicherheit zusammen auch mit den Leuten, die eben personalverantwortlich sind für die Schwangeren, hinsetzen muss, das durchkauen muss und raten muss, auch vor Ort mal schauen, wie ist die Sicherheitswerkbank, ist die gewartet, ist die Absaugleistung hinreichend, wie groß sind die Mengen, mit der die Schwangeren umgeht, um da eine Lösung im Einzelfall zu finden. Der Aufbau vielleicht noch zu dem Formular grundsätzlich ist, wird erstmal angekreuzt, sagen, was macht die Frau oder hat sie gemacht, bevor sie schwanger war, nein oder ja. Und wenn ja angekreuzt ist, dann muss man die nächste Spalte gehen zu den Maßnahmen. Da sind, das ist das, was wir sozusagen zusätzlich haben, was ich auch ganz wichtig finde,
mögliche Maßnahmen aufgeführt. Dass es nicht einfach sozusagen eine Checkliste ist, ja, haben wir irgendwie und wir haben uns was ausgedacht, sondern dass da eben steht, was an Maßnahmen umzusetzen ist. Wenn man sich noch was anderes einfallen lässt, ist das natürlich auch gut. Dann nehmen wir es auch gerne noch mit auf. Und wenn ein Verbot ist, sicherstellen, dass andere Mitarbeiter die Tätigkeit übernehmen. Dass es zumindest mal irgendwo steht, abgehakt ist und gelesen worden ist. Wir haben immer mal wieder auf Station die Situation, Spätdienst, Vollkraft ist schwanger, dann noch eine Schülerin dazu, Notfallsituation und dann ist die schwangere Hauptpflegekraft gezwungen, ethisch gezwungen, möglicherweise in der Notfallsituation einzugreifen. Und deswegen muss man sich einfach überlegen, was ist, wenn diese Schwangere diese Tätigkeit nicht machen kann, dann kann ich nicht nur eine Schülerin da haben. Deswegen ist der Spätdienst oftmals schon nicht wegen der Zeit, sondern eher wegen der Personalsituation ein Problem. Deswegen halten wir Schwangere auch gerne auf Intensiv. Das Intensivteam ist meist besser besetzt. Wir haben nicht nur Infektiöse auf der Intensiv, da kann man arbeitsorganisatorisch sehr gut, wenn nicht gerade 5 zeitgleich schwanger sind, die Schwangeren auf Intensiv belassen. Narkosegase haben wir kurz besprochen, das können wir vielleicht überspringen. Es gibt immer noch eben den Aufwachraum vielleicht. Da gibt es, glaube ich, aber auch von der BGW neuere Daten. Es sind Messungen gemacht worden in Aufwachräumen und dass das gar nicht so ist, wie bislang auch von mir propagiert. Da atmen die Leute ja wild die Narkosegase ab und das sind ganz schlimme Expositionen. Und ich meine, da laufen neue Messungen und ich habe es noch nicht veröffentlicht gefunden, aber dass das wohl gar nicht so relevant zu sein scheint als Gefährdungsprofil. Da kann sich möglicherweise was tun. Narkosetechnik, wenn die modern ist und da muss man seine eigenen Geräte halt kennen. Und wenn dann messtechnisch rauskommt, da ist nichts, dann geht es halt auch. Zytostatika hatte ich eben schon im Vorfeld genannt. Man muss einmal die Zubereitung berücksichtigen, aber auch Reinigungs-, Wartungspersonal und Ausscheidungen und Entsorgung von Urin möglicherweise auch ein Problem. Jetzt kommen wir zum Formaldehyd. Die EU hat es als also potenziell krebserzeugend, Kategorie 1b, also im Tierversuch karzinogen, eingestuft. In der EU gibt es deswegen keinen Grenzwert. In Deutschland ist das anders. Der Ausschuss für Gefahrstoffe hat Formaldehyd sehr wohl einen Grenzwert gegeben. Warum ist das so? Formaldehyd ist ein lokales Karzinogen. Es arbeitet über eine chronische Entzündung der Nasenschleimhaut. Und um eine chronische Entzündung der Nasenschleimhaut zu bekommen, brauche ich eine gewisse Konzentration in der Raumluft. Und wenn ich die unterschreite, sprich den AGW unterschreite, kriege ich keine chronische Entzündung der Nasenschleimhaut und kriege darüber dann auch kein Karzinom der Nasenschleimhaut. Was anderes macht Formaldehyd nicht. Es ist hochreaktiv, deswegen auch die arme Nasenschleimhaut betroffen. Und über Entzündung und Metaplasien kann ich im Tierversuch durchaus ein Nasenkarzinom verursachen. Bei Menschen ist es noch nicht so gezeigt, aber zur Sicherheit wird das entsprechend argumentiert. Formaldehyd wird in ganz geringen Mengen in dieser Form überhaupt nur resorbiert, hat eine Halbwertszeit von weniger als einer Minute, kann überhaupt nichts systemisch im Körper anrichten. Also der ganze auch umweltbezogene Hype mit Formaldehyd ist sozusagen dahingehend so ein bisschen zu relativieren. Es gibt auch kein Biomonitoring vor Formaldehyd, wird gerne im umweltmedizinischen Setting angeboten. Die Ameisensäure als Abbauprodukt von Formaldehyd entsteht im Stoffwechsel im Körper sowieso. Insofern korreliert das natürlich nicht. Dieses Blatt ist vorhin auch schon gezeigt worden von der BGRCI. Fruchtschädigende Stoffe ist frei zugänglich, kann man sich googeln. Der letzte Stand aus August 21, auch recht aktuell, als weiteres Dokument zum Nachlesen. Und dann hat die BGW auch, habe ich jetzt auch heute erst gelernt, relativ aktuelle, schöne Broschüren zu Gefahrstoffen im Gesundheitswesen. Da muss ich dann auch noch mal reingucken. Da steht wohl auch was zum Mutterschutz drin, was ich jetzt auch noch nicht kenne. Dann kommen wir zu dem Punkt Gesundheitswesen, Röntgenstrahlung, ionisierende Strahlung, offene Radionuklide, die hätte ich auch noch gleich einrahmen müssen. Offene Radionuklide gehen natürlich nicht. Sie werden möglicherweise bei Unfallgeschehen oder schlechter Handhabung eingeatmet, aufgenommen und gehen natürlich dann auf das Kind über. Das geht gar nicht. Aber auch Röntgenstrahlung haben wir als Problem. Da gibt es das Strahlenschutzgesetz und im Strahlenschutzgesetz ist das die einzige Rechtsgrundlage, die sich des Themas gebärfähige Frauen annimmt.
Gebärfähig, der Begriff ist umstritten, soll eigentlich nicht mehr so benutzt werden, weil es gar nicht sozusagen einem direkten Zeitfenster zuordnenbar ist. Aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, hier wird zumindest empfohlen, dass die Frauen auch ihr Anrecht äußern dürfe, ein zweites Dosimeter optional natürlich in Nähe der Gebärmutter tragen dürfen. Und da wird sozusagen als Grenzwert für die Organäquivalentdosis Gebärmutter 2 Millisievert im Monat angegeben. Also das ist eigentlich im Vorfeld sicherzustellen. Warum nämlich? Wenn ich weiß, dass ich schwanger bin, ist das frühestens in der 5. Schwangerschaftswoche. Das Kind ist 3 Wochen alt. Die Entwicklung beginnt. Und insofern muss ich im Vorfeld eigentlich schon wissen, wann ich schwanger werde, damit ich mich rechtzeitig aus der Exposition entferne. Thema haben wir jetzt auch nicht dabei. Blei zum Beispiel, lange Halbwertszeit. Da nützt es mir gar nichts, wenn ich alle Arbeitsplatz- und biologischen Grenzwerte einhalte, die für den gesunden Erwachsenen zulässig sind und auch keine Schäden machen. Aber wenn ich das Blei in mir habe und weiß, dass ich schwanger bin und dann aus der Bleiexposition natürlich rausgehe, weil das absolut ein No-Go ist, dann brauche ich aufgrund der Abklingkurve eine Halbwertszeit von 4 bis 6 Wochen ewig, bis ich mal sozusagen in das Hintergrundlevel zurückkomme. Da ist das Kind mittlerweile 11, 12 Wochen alt. Die ganze neurologische Hirnentwicklung ist angelaufen und die Schäden sind halt dann da, ohne dass ich ein Gesetz gebrochen habe. Das nenne ich immer präventiver Mutterschutz. Der ist schwer umzusetzen. Ich kann ihn auch für Blei keine Lösung nennen. Ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Eine Lösung oder ein Schritt in die richtige Richtung wäre zumindest Frauen, die auf Bleiarbeitsplätze gehen wollen, eigentlich schon im Bewerbungsgespräch zu sagen, also hör zu, du wirst hier mit Blei arbeiten, du wirst aufgrund der Arbeitsschutzvorgabe niemals selber gefährdet sein. Aber wenn du gewollt, schrägstrich ungewollt, dort schwanger wirst, kann es sein, dass dein Kind mehr Blei abgibt, als vielleicht für dein Kind gut ist. Und es gibt gute Daten, dass das Kind halt dann etwas dümmer ist, dass die sozioökonomische Lage der Erwachsenen, die früher als Kind und als in der Schwangerschaft mehr Blei abbekommen haben, schlechter ist. Das kann man gut mit Forschungsergebnissen belegen. Aber dann ist natürlich oft auch eine Stigmatisierung, wenn Unternehmer das wissen und sagen, nö, stellen wir halt keine Frauen auf die Bleiarbeitsplätze ein. Es gibt Frauen, die schwanger werden wollen, die schwanger werden können. Da ist dann auch die Gleichberechtigung und Diskriminierung da ein Problem. Also ich weiß nicht, was ich Ihnen raten soll, aber zumindest sollte das Wissen in die Bevölkerung kommen. Es ist ja nicht nur für berufliche Bleiexposition. Wir haben junge Frauen, die als Sportschützinnen in die Blei exponierten Schießstände gehen und auch dort sich entsprechend gefährden. Also das Wissen, dass Rauchen schädlich ist für das Kind, dass Alkohol schädlich ist für das Kind, das wissen meist alle. Aber bei Blei, denke ich, ist es schon mal ein bisschen schwieriger. Zumindest sollte das dann in das Wissen hineinkommen. Kommen wir zurück zum Strahlenschutz. Also für Frauen im gebärfähigen Alter gibt es Grenzwerte und dann gibt es auch eine Vorgabe für Schwangere. Es ist nicht so, dass es gar nicht geht, aber es muss gemessen werden, natürlich in Uterusnähe, Gesamtdosis über die gesamte Schwangerschaft kleiner als 1 Millisievert. Es muss wöchentlich ermittelt werden, es muss ein Gerät sein, was auch digital ablesbar sein und die innere Belastung, also offene Radionuklide, gehen natürlich nicht. Das ist ein älteres Foto, die sehen wahrscheinlich jetzt moderner aus, aber ein elektronisches Personendosimeter, was zusätzlich zu dem normalen Dosimeter getragen werden kann und auch werden sollte. Was ist denn so überhaupt an Strahlenexposition bekannt? Strahlenschutz, das ist die Strahlenschutzüberwachung sozusagen, der Bericht aus 2020, den ich da gegoogelt habe. 420.000 Personen werden Strahlenschutz überwacht in Deutschland, 75% davon in der Medizin. 100.000 davon haben tatsächlich messbare Exposition auf diesen Dosimetern, davon 44% aus der Medizin. Und dann haben die auch noch Grenzwertüberschreitungen recherchiert bezüglich der Gebärmutter. Also das sind diese 2 Millisievert, die für Nichtschwangere festgelegt sind. Immerhin 28 und 22 von in der Medizin. Aber das Ganze ist zu relativieren. Es ist grundsätzlich eine Verbesserung im Zeitgang zu sehen. Es muss bedacht werden, dass diese Werte nicht aus einer tatsächlichen Expositionsermittlung mit dem zweiten Dosimeter an der Gebärmutter entstanden sind, sondern dass das Extrapolationen aus den Ganzkörperdosen dieser Menschen sind.
Das ist unter Vorbehalt also zu sehen. Und die Zahlen sind da auch nochmal unterschiedlich, weil ab 2020 erstmals alle Frauen genommen worden sind und nicht in dem potenziell gebärfähigen Alter zwischen 18 und 45. Aber immerhin, es gibt Dosisüberschreitungen. Insofern kann man das Thema nicht einfach abheften. Nochmal kurz, weil die Fragen bei uns zumindest immer mal wieder kommen, mit Radern und Schwangerschaft und ungeborenen Kindern. Auch hier gibt es Berechnungen, darum, da geht es immer darum, Radon wird ja inhalativ aufgenommen und wie viel, es wird dann auch abgebaut und es entstehen Folgeprodukte aus dem Radon und wie viel der Folgeprodukte tatsächlich aus der Lunge in das Blut übergehen und mit dem Blut der Mutter natürlich dann auch über die Plazenta in das Kind gelangen. Da gibt es zwei verschiedene Modelle und im Worst-Case-Modell wäre es bei 24 Stunden pro Tag über 40 Wochen eine Exposition bei den 300 Becquerel pro Kubikmetern, die ja so als Richtwert jetzt neu eingeführt worden sind für Radon, würde man 0,15 Millisievert bei dem Kind ermitteln können, sodass wir da weit unter den potenziell gefährlichen Dosis bleiben, sodass Sie mitnehmen können, grundsätzlich natürlich Risikominimierung, aber Radon ist da nicht so das Problem und damit da ein bisschen Beruhigung eintritt. Das können Sie sich alles googeln. Diese Stellungnahme vom Bundesamt für Strahlenschutz finden Sie unter dem angegebenen Link. Und dann gibt es auch noch eine ganz interessante Informationsbroschüre für Schwangere, die ja auch nicht nur am Arbeitsplatz möglicherweise strahlenexponiert sind, die dann vielleicht noch mal fliegen wollen und da eine Beratung wollen. Dann können Sie einfach sozusagen diesen Link auch weitergeben. So, jetzt kommen wir zu den Arbeitsbedingungen. Alleinarbeit soll vermieden werden. Natürlich Wochenendarbeit ist möglich, wenn die Schwangere zustimmt, also an Sonn- und Feiertagen. Dann Mehrarbeit soll vermieden werden und dann haben wir diese Arbeitszeitfenster. Da haben wir von 6 bis 20 Uhr geht immer und dann diese in meinen Augen etwas überzogene Regelung für 2 weitere Stunden bis 22 Uhr mit behördlicher Genehmigung, mit Riesenantrag, mit kostenpflichtigem Antrag. Ich habe es noch nie erlebt. Es ist auch nicht proportional. Warum nicht? Wenn man überhaupt überlegt, was macht Arbeitszeit mit der Schwangeren, kann es eigentlich nur über die Chronodisruption laufen, also das Unterbrechen der normalen Schlafzeit. Sie kennen diese Chronotypen, die gerne früh aufstehen und die gerne spät ins Bett gehen. Man weiß, der Shift vom Chronotyp ist, Sie kennen es, Ihre kleinen Kinder stehen gerne früh auf, dann stehen sie gar nicht mehr auf. Das hält sich bis in die jungen Erwachsenenalter, dass eher Spättypen bei den jungen Leuten da sind und erst wie im höheren Alter dann wieder zu Lerchen werden und gerne wieder früh aufstehen, senile Bettflucht. Also wir haben ja eine Klientel, die eher Spättypen ist und wenn Sie jetzt mal gucken, die Schichteinteilung Chronodisruption hat jetzt dieses Diagramm überhaupt nichts mit Schwangeren zu tun, aber Sie sehen, dass die Spätschicht eigentlich keine Chronodisruption macht, es sei denn, Sie sind wirklich ein extremer Frühtyp, dann fällt es Ihnen schwer, bis 22 Uhr zu arbeiten, dann vielleicht noch eine Stunde heimzufahren und vielleicht um 23.30 Uhr im Bett zu liegen. Dann haben Sie auch bei der Spätschicht tatsächlich eine Chronodisruption, wenn Sie gewohnt sind, um 21 Uhr ins Bett zu gehen. Aber was Sie hier sehen, und da hat sich nie jemand darüber aufgeregt, ist, dass wir die 6 Uhr morgens ein Problem haben. Da haben wir die Chronodisruption, gerade für die Spättypen, selbst auch für die Frühtypen. Aber da wird die 6 Uhr von dem alten Mutterschutzgesetz ganz brav abgeschrieben. Aber für 2 Stunden, wo ich keine Evidenz habe, dass das irgendwie geartet schwierig wäre für eine Schwangere, bis 22 Uhr zu arbeiten, da wird ein Hype gemacht mit diesen 2 Stunden und Antrag stellen. Also nur dazu. Dann, wie geht's? Also diese Liste ist jetzt durch. Sie kennen die verschiedenen Noxen. Ich habe Ihnen ein paar vorenthalten, glaube ich, der Zeit halber auch. Wir arbeiten die alle brav ab. Und dann kommt dieser Block Auflistung Mutterschutzgesetz konformer Tätigkeiten. Da wird sozusagen angekreuzt, was meine Schwangere denn in meinem Bereich so alles macht. Da gibt es noch ein paar Freizeilen, weil wir natürlich nicht alles vorahnen können. Und dieser Bogen tatsächlich für alle im Klinikum gilt. Und da wir haben natürlich ein Spektrum an Beschäftigungen bei uns, sodass da möglicherweise noch was dazugeschrieben wird.
So, und dann kommt das Wichtige. Dann müssen die Vorgesetzten immer zusammen mit der Schwangeren natürlich ankreuzen. Schwangere kann im ursprünglichen Arbeitsbereich geschäftlich werden. Ja, dann passt alles. Wenn nein, dann kommt der nächste Zeile, kann teilweise beschäftigt werden. Ja, und kann gar nicht beschäftigt werden. Bei teilweise, das ist nicht so häufig bekannt, kann man eben in Folge auch ein teilweises betriebliches Beschäftigungsverbot aussprechen, wenn man für die andere, für diese halbe oder wie geartete Zeitabschnitt nichts anderes findet. Bei uns im Klinikum, Wunsch der Personalabteilung, sollen die Vorgesetzten, wenn im einen Bereich nicht möglich, das Telefon in die Hand nehmen, andere Pflegebereichsleitungen anrufen, für die Schwangere was anderes suchen. Wir sind nicht von der Kripo und der Betriebsärztliche Dienst ist keine Kripo. Wie extensiv oder intensiv das Ganze jetzt betrieben wird, sei dahingestellt. Wenn die gesucht haben, dann kreuzen sie an, ist gesucht worden, wir haben nichts gefunden, Papier ist geduldig. Ich denke, ein anderer Bereich, zum Beispiel bei uns immer die Diskussion, Kinderklinik geht nicht, weil Paro B19 keine Immunität. Ja, die kann doch im Erwachsenenbereich arbeiten. Okay, wir haben Pflegenotstand und natürlich freut sich vielleicht eine Station im Erwachsenenbereich, wenn sie dann noch eine Kraft bekommt. Aber wenn sie jemand bekommt, der schwanger ist, manches nicht tun kann, Erwachsenenpflege überhaupt nicht kennt, eine fremde Team kommt, dann sind die vielleicht nicht glücklich, zumal dann deren Stelle erstmal besetzt ist. Und wenn sich dann vielleicht meine Pflegekraft bewirbt, die die Qualifikation für diese Station hat, dann ist die Stelle besetzt und sie können dann diese Qualifizierte nicht nehmen. Also da ist keiner mit glücklich mit dieser Situation, deswegen wollen wir uns da auch gar nicht groß einmischen. Die sollen halt so viel prüfen und die Personalabteilung soll das selber gerne auch machen, wenn sie das möchte. Aber wenn sozusagen rauskommt, wir können sie in unserem Bereich nicht beschäftigen, dann kommt ein teilweises Beschäftigungsverbot, wenn organisatorische Dinge zum Beispiel noch möglich ist, QM, was rumliegt, weil keiner Zeit dafür hatte, dann kann man eine Pflegekraft oder eine Ärztin auch mit solchen Aufgaben beschäftigen. Ich betone immer, es muss ausbildungsadäquat sein. Wir hatten Situationen, eine Dame, die als Tierpflegerin im Tierstall tätig war, mit Mäusen und Ratten aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr arbeiten konnte, weil sie schwanger war. Da hat man dann gesagt, die kann doch ins Archiv gehen und Dinge abheften. Wenn die das möchte, dann ist es okay. Aber wenn sie bei uns als Tierpflegerin arbeitet oder als Erzieherin, dann muss man sie nicht gerade zum Abheften weiterverwenden. Das ist dann auf freiwilliger Basis, finde ich. Und in solchen Situationen kann man dann auch sagen, okay, als Erzieherin kann sie nicht mehr arbeiten. Das hat sie gelernt, deswegen wird sie bei uns bezahlt. Dann geht sie halt auch mal ins betriebliche Beschäftigungsverbot. Das sollten Einzelfälle sein. Wir sind ein großes Klinikum und finden viel für, aber es ist durchaus auch mal möglich. Unsere Personalabteilung hatte wirklich Angst vor den betrieblichen Beschäftigungsverboten. Die hatten immer das Gefühl, gleich kommt die Gewerbeaufsicht und beschwert sich. Da musste ich immer noch mal schriftlich schreiben, dass das wirklich indiziert ist im Einzelfall. Aber natürlich ist unsere primäre Denke auch so, alles erstmal versuchen, was möglich ist. Also neuer Einsatzbereich kann gegebenenfalls da rein formuliert werden. Dann kommt die Zeile, alternativer Einsatz wurde geprüft, ist nicht möglich, teilweise ist oder vollständiges ist notwendig, wird angekreuzt, unterschrieben von beiden. Auch beide haben sich an das Ding zu halten. Dieses Dokument geht dann an die Personalabteilung. Und die Personalabteilung, das haben wir mit unserer Aufsichtsbehörde abgeklärt, schickt das gleich als Meldung weiter. Sonst gibt es ja extra nochmal die Formulare, meist von den Aufsichtsbehörden, wo dann auch nochmal durchgekreuzt werden muss, um diesen Prozess zu vereinfachen. Geht dieses sehr ausführliche Dokument an die Aufsichtsbehörde und dann ist das ein sauberer Prozess. Was, genau, diese Info ist ganz gut. Marburger Bund, relativ kurz zurückliegende Umfrage an schwangere Ärztinnen oder ehemals schwangere Ärztinnen und Studierende. Haben Sie denn so eine individuelle Gefährdungsbeurteilung bekommen? Der erste Zeitabschnitt ist vor dem neuen Mutterschutzgesetz und der nächste Abschnitt ist danach. Und dann wundert man sich, dass das auch jetzt nochmal, obwohl es nochmal betont wird im Mutterschutzgesetz, 2/3 nur bekommen, sprich 1/3 immer noch keine individuelle Gefährdungsbeurteilung bekommen hat. Das ist ein Armutszeugnis. Und Betriebsärzte sind, ich würde sagen, nicht die, die das alles durchführen sollten, aber die zumindest mal sagen können, also Leute, wir brauchen hier sowas. Die sollen das nicht alles selber machen, aber sie wären auch in der ASA-Sitzung eine Möglichkeit, das einfach mal anzusprechen.
Rangfolge der Schutzmaßnahmen ist wie im Arbeitsschutz das Gleiche beim Mutterschutz. Entweder ich muss nichts tun, dann freue ich mich. Oder ich überlege mir Schutzmaßnahmen, die ganz normal nach dem Stopp-Prinzip ablaufen. S wie Substitution, T wie technisch, O wie organisatorisch und P wie persönlich. Wenn das alles unverhältnismäßig oder finanziell nicht tragbar oder gar nicht möglich ist, dann muss ich halt überlegen, adäquate alternative Tätigkeit, Arbeitsplatzwechsel. Und nur wenn ich das auch nicht habe, der letzte sozusagen die Spitze, dann kommt das betriebliche Beschäftigungsverbot zum Greifen. Auch das muss man oft vermitteln, dass das nicht sozusagen am Anfang steht, sondern am Ende. So, jetzt kommen wir nochmal zu diesem Begriff der unverantwortbaren Gefährdung. Es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff im Mutterschutzgesetz und ich habe auch erstmal so gezuckt, und was sollen wir denn damit anfangen? Aber es birgt natürlich auch Chancen. Dadurch, dass es unbestimmt ist, birgt es die Chance, dass man es auslegen kann. Das macht es zwar nicht einfach, aber ich meine, ist eine Chance da. Das ist jetzt ein Diagramm, was uralt ist, was ich da angegeben habe, wo ich es her habe. Soll nur zeigen, ich mache eine Gefährdungsbeurteilung, ich stelle eine Form von Gefährdung fest. Ich versuche, sie zu bewerten, was ja eigentlich das Schwerste immer ist bei der Gefährdungsbeurteilung, sie einzuordnen. Und wenn ich sie jetzt mal sage, also entweder der gesunde medizinische oder sicherheitstechnische Menschenverstand, ich sage immer gerne DGUV V0, wenn man das mal anwendet und sagt, ich habe zwar keine Grenzwerte in diesem Fall, dann geht es ja immer noch, als wenn ich nichts habe, außer den gesunden Fachverstand, so geht es wohl nicht. Dann muss ich Maßnahmen überlegen. Technisch eben nach dem Stopp-Prinzip und muss das Risiko minimieren. Das ist ja auch noch klar. Aber wohin? Ich habe kein Nullrisiko im Leben. Ich reduziere also in irgendeinen Bereich, wo es verantwortbar ist. Rein semantisch. Wenn ich unverantwortbare Gefährdung habe, muss ich auch eine verantwortbare haben. Wo diese verantwortbare liegt, in einem Restrisikobereich, beim allgemeinen Hintergrundrisiko, bleibt offen, aber irgendwohin muss ich. Und wo ich dahin muss, das ist wirklich das Schwierige, was ich letztendlich im Einzelfall auch pro Gefahrstoff und pro Gefährdung immer wieder neu mir überlegen muss, leider. Es gibt bestimmt über Regeln die Möglichkeit, Eckdaten zu setzen, sodass eine Regel operieren für Schwangere oder Aufenthalt im OP ist unter den und den Kautelen möglich. Aber im Einzelfall, ob es für diese einzelne Schwangere möglich ist, da braucht es immer die Expertise der im Arbeitsschutz versierten Menschen vor Ort. Also die Arbeit wird Ihnen auch eine Regel nicht abnehmen. Ich will mich damit nicht freireden. Der Ausschuss ist langsam, A, weil er ehrenamtlich arbeitet, die Leute auch andere Aufgaben haben, B, weil viele Sozialpartner zusammen an einem Tisch sitzen mit vielen verschiedenen Denkrichtungen, die wichtig sind, aber natürlich alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Und dann haben wir noch drei Ministerien, die mitreden. Insofern macht es das Ganze nicht sehr einfach und sehr langsam. Ich gebe zu, dass es bestimmt gut wäre, ein paar Regeln zu haben, auch um bundesländerübergreifend mal gleichgezogene Regeln dann zu haben. Aber nichtsdestotrotz, Mutterschutz muss trotzdem im Einzelfall individuell immer noch betrieben werden. Und so können Sie auch erstmal weitermachen, bis es dann mehr und mehr Regeln geben wird. Also ich muss irgendwie in eine verantwortbare Gefährdung kommen. Der erste Hinweis finden Sie in diesem Arbeitgeberleitfaden, der beim Bundesfamilienministerium frei downzuladen ist. Und da ist zum ersten Mal verschriftlicht worden, dass ein grundsätzliches Bezugsmaß. Früher war es ja immer so ein bisschen im Nebulösen und viele Arbeitgeber dachten so, wir brauchen das Nullrisiko. Wir dürfen unserer Schwangeren ja auch überhaupt gar nicht zumuten. Hier steht zum ersten Mal drin, dass allgegenwärtige Gefährdungen sozusagen nicht Teil dieser Gefährdungsbeurteilung sind. Wenn sozusagen dieses Setting auch im normalen Leben so auftritt, dann hat der Arbeitgeber das gar nicht mit zu beurteilen. Deswegen, wenn man das jetzt bezüglich Corona weiterdenkt, würde man sagen, das Corona-Problem war, bis auf wenige Tätigkeiten im Gesundheitswesen mal abgesehen, kein Problem des Arbeitsplatzes, sondern ein gesellschaftliches, pandemisches Problem. Wir hatten überall Ohrexpositionen, ob ich ins Restaurant gehe oder in den Aufenthaltsraum im Krankenhaus. Die Gefährdung war da ziemlich gleich. Und insofern hätte man sagen können, also hör zu, das ist kein Arbeitgeberproblem und dabei bleibe ich auch. Wir haben weitere schützenswerte Gruppen in der Pandemie gehabt, die kein Mutterschutzgesetz haben, die aber auch sensitiv sind, die einer erhöhten Gefährdung bezüglich Corona unterlegen sind und
das Mutterschutzgesetz ist hier sozusagen ein bisschen missbraucht worden. Da fing es ja schon mit dem Arbeitsweg an. Da wurde dann gesagt, naja, steht zwar nicht im Mutterschutzgesetz drin, Arbeitsweg gehört ja nicht zum Mutterschutzgesetz, aber. Wenn man wirklich fair gewesen wäre, hätte man einfach gesagt, unabhängig schützenswerte Gruppen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion haben, egal ob die jetzt schwanger sind oder irgendwas anderes haben, immunsupprimiert sind, die schütze ich mit einer anderen Vorgabe. Das wäre irgendwo fair gewesen. Aber wie es auch sei, hier wurde das Mutterschutzgesetz halt strapaziert, ist ja auch in Ordnung. Dass man aber da pauschal sozusagen dann abgeleitet hat, alle schwangeren Lehrerinnen bleiben jetzt zu Hause, alle schwangeren Pflegekräfte, alle schwangeren im Patientenkontakt. Wir hatten einen strafbewehrten Bescheid von unserer Aufsichtsbehörde, dass wir keine Schwangere mehr im Patientenkontakt arbeiten lassen dürften. Ich finde, das ist eigentlich ein Bruch des Gesetzes. Da steht drin, dass nach individueller Gefährdungsbeurteilung Mutterschutz zu betreiben ist und nicht pauschal nach Berufsgruppe entschieden wird. Aber so ist es halt. Zum Glück sind wir sozusagen wieder in der Normalität angekommen. Also Bezugs funktioniert nicht immer. Man kann ja auch nicht das runterbrechen im Einzelfall jetzt fragen, okay, du hast 3 Kleinkinder zu Hause, dann ist ja am Arbeitsplatz überhaupt kein Problem, dann können wir dich da auch gefährden. Oder du hast 10 Stolperstellen zu Hause, dann kannst du auch am Arbeitsplatz stolpern. Da kommen wir natürlich auch in den Wald. Also dieses Bezugssystem ist ein Hinweis, wo es hingehen sollte, aber manchmal hilft es halt auch nicht. Dann kommen wir zu dem großen, großen Problem der ärztlichen Beschäftigungsverbote. Also betriebliche hatten wir jetzt abgefrühstückt. Ärztliche sind nicht beim Betriebsarzt primär angesiedelt. Auch da ist die Denke der Gynäkologen oft die falsche. Es ist letztendlich der behandelnde Arzt, es steht im Mutterschutzgesetz drin, wenn Leben, Gesundheit von Mutter und oder Kind beim Fortdauerbeschäftigung gefährdet sind. So. Das kann alles und nichts sein. Da mischt man sich dann auch von Seiten des Arbeits, darf man sich auch nicht einmischen. Das machen sozusagen die Gynäkologen. Das Problem ist, wann trifft es zu? Und da scheiden sich die Geister. Es gibt leider auch keine sauberen staatlichen Vorgaben, wie sich jetzt die Ersteller des Mutterschutzgesetzes das eigentlich vorgestellt haben. Die Abgrenzung zu AU ist schwierig. Und die Abgrenzung zum betrieblichen Beschäftigungsverbot ist schwierig. Und insofern bräuchte es da eine Handreichung, um einfach auch für die Gynäkologen klarzuziehen, wann tritt das in Kraft. Es gibt in Baden-Württemberg eine nachdenkenswerte alternative Auslegung, in dem Sinne, dass man sagt, man darf ja die Schwangere nicht benachteiligen. Also ein ärztliches Beschäftigungsverbot für alle Erkrankungen, die nur in der Schwangerschaft auftreten können, weil ja sonst, wenn die länger werden sind, vorzeitige Wehen oder Ähnliches, über 6 Wochen hinaus diese Schwangere, wenn sie AU wäre, in das Krankengeld fiele, also benachteiligt würde. Wenn sie im ärztlichen Beschäftigungsverbot wäre, sie aber ihren vollen Lohn dauerhaft weiterbekäme. Das kann man so sehen, hat eine gewisse Logik. Würde aber aus meiner Sicht bedeuten, dass der Umlagetopf 2 aus den alle Beschäftigungsverbote, auch die Vor- und Nachentbindung und eben auch ärztliche und betriebliche Beschäftigungsverbote finanziert werden. Da zahlt ja nur der Arbeitgeber. Alle Arbeitgeber zahlen nach einem gewissen Schlüssel da ein. Es wird verwaltet von den Krankenkassen, die gerne reingreifen, aber eigentlich nicht deren Topf ist. Aber wenn man das so uminterpretieren würde, dass tatsächlich bei schwangerschaftsbedingten Erkrankungen der Topf strapaziert wird, müssten meines Erachtens auch die Krankenkassen da einzahlen. Es kann ja nicht sein, dass der Arbeitgeber sämtliche vorzeitige Wehen finanzieren muss. Das ist ja dann irgendwie auch unfair. Ist ein ganz schwieriger Punkt. Und jetzt vor kurzem habe ich auch noch gelernt, dass dieses Ausgleichsgesetz, wie das immer das heißt, über dem Umlagetopf 2 organisiert ist, noch nicht mal beim Familienministerium angesiedelt ist, sondern beim Gesundheitsministerium. Also auch da müssten zwei Ministerien miteinander sprechen. Es gibt momentan keine Daten, wo die Gelder hingehen. Auch für den Ausschuss wäre es sehr wünschenswert, wenn wir wüssten, in welche Berufsgruppen denn wie viel Gelder zu welchen Beschäftigungsverboten gehen, damit man einfach mal einen Status quo recherchieren könnte. Da gibt es keine Daten. Es wundert mich, dass ein Arbeitgeber, der brav in diesen Topf einzahlt, nie einen Rechenschaftsbericht über seine Gelder sehen möchte. Aber die Krankenkassen verwalten es und die haben natürlich Interesse, möglichst viele Schwangere von der AU weg in die Beschäftigungsverbote zu schieben, weil dann müssen sie kein Krankengeld zahlen.
Da ist eben diese Situation, gegen die keiner ankommt, die ist in Deutschland so. Und wenn nicht grundlegend was geändert werden möchte, bleibt es auch so. Wir haben eben die Arbeitsunfähigkeit in der Situation Lohnfortzahlung 6 Wochen durch den Arbeitgeber. Danach Krankengeld ungefähr 70% des Lohns durch die Krankenkassen. Das Beschäftigungsverbot, wie gesagt, durch ab Tag 1 für 100% durch den Umlagetarif 2 finanziert. Der Arbeitgeber ist sie sofort von der Payroll los, kann, wenn er Glück hat und jemand findet, einen neuen dafür einstellen befristet. Die Krankenkassen müssen dann das Krankengeld nicht zahlen und die Frau ist glücklich, weil sie ganze Zeit 100% ihres Lohns bekommt. Und insofern kommt man da dann auch nicht weiter. Wenn eine Schwangere in Deutschland nicht arbeiten möchte, dann schafft sie. Bei manchen Dingen ist es berechtigt. Natürlich, wir stellen ganz selten betriebsärztlich auch mal ärztliche Beschäftigungsverbote aus, wenn zum Beispiel einfach eine verrannte Mobbing-Team-Konfliktsituation da ist. Wir gehen noch mal vor Ort, wir sprechen mit allen Beteiligten, wir merken, dass es schon vor Schwangerschaft begonnen, das ist ein altes Problem, was jetzt in der Schwangerschaft zum Überlaufen kommt. Wir werden da nicht in 2 Wochen irgendwie eine Lösung herbeiführen. Und dann stellen wir auch manchmal, um die Schwangere, die dann nur noch weinend da sitzt, aus dem Verkehr zu ziehen, machen wir es ganz selten auch mal selber, wenn die Gynäkologen sich aus irgendwelchen Gründen weigern. Hier haben Sie jetzt nochmal zusammengefasst sozusagen diesen Prozess. Wir haben potenzielle Gefährdungen, also für die Schwangerschaft potenzielle Gefährdungen immer. Dann haben wir sozusagen Konzeption. Die ist jetzt hier nicht, also das Beginn des dicken Pfeils unten sozusagen, Feststellen der Schwangerschaft, frühestens nach 5 Wochen. Da kann sozusagen das ärztliche Beschäftigungsverbot greifen. Es gibt zum Beispiel auch ein befristetes ärztliches Beschäftigungsverbot, was sehr vernünftig ist. Nach der Schwangeren weiß der Gynäkologe meist als Zweiter, dass da eine Schwangerschaft ist. Der kann mal nur kurz fragen, was arbeitest du denn? Und dann, wenn der Arbeitgeber seine Arbeit Gefährdungsbeurteilung noch nicht gemacht hat, sagen, okay, jetzt erstmal 2 Wochen hier aus dem Verkehr ziehen, bis der Arbeitgeber seine Arbeit gemacht hat und klar ist, wo die Schwangere halt ohne Gefährdung weiter beschäftigt werden kann. Das ist das befristete Beschäftigungsverbot. Dann muss die Schwangere aber bereit sein, es zu sagen, wenn, das steht ja nur, soll dem Arbeitgeber mitteilen. Deswegen probieren wir ganz vehement bei uns im Klinikum, ihr könnt immer zu uns kommen. Wir unterliegen der Schweigepflicht, wir beraten zu jedem Zeitpunkt, auch wenn ihr es noch nicht offenbaren wollt. Wir beraten euch zu der Situation, kannst du noch abwarten oder sag es besser gleich, damit du geschützt wirst, dass jeder zu jedem Zeitpunkt natürlich zu uns kommen kann. Mitteilung an den Arbeitgeber, dann macht er seine Arbeit und dann natürlich kommen gegebenenfalls betriebliche Beschäftigungsverbote und dann haben wir die gesetzlichen Mutterschutzfristen, 6 Wochen vor Geburt oder errechneten Termin. Da kann die Schwangere, wenn sie möchte, auch weiterarbeiten und 8 Wochen danach, das ist komplett pauschal das Verbot. Dann gibt es ein ärztliches Beschäftigungsverbot nach Geburt. Bis zu 6 Monate nach der Entbindung kann ein Arzt das ausstellen, wenn er der Meinung ist, dass die Schwangere aufgrund der Entbindung oder der Mutterschaft nicht voll leistungsfähig ist. Ich möchte mal die Mutter treffen, die nach Entbindung voll leistungsfähig ist. Es kommt immer das Vergleichsniveau an. Aber okay, das ist zum Glück in Anführungsstrichen noch nicht so bekannt. Die meisten sind da ja auch in der Erziehungszeit und noch nicht wieder da. Was jetzt aber en vogue wird, ist, dass die Freistellung, das Beschäftigungsverbot beim Stillen. Das kommt also bei uns, ich habe von anderen ähnlich gehört, über die Zahnärztinnen hinein, die das vehement einfordern, schon während der Schwangerschaft einfordern. Dieses ärztliche Beschäftigungsverbot wegen verminderter Leistungsfähigkeit ist ja nur 6 Monate. Die Freistellung zum Stillen ist im Mutterschutzgesetz limitiert auf 1 Jahr. Das sind zusätzliche Pausen zum Stillen. Aber alle anderen Stillverbote oder unzulässige Tätigkeiten, beginnend mit dem Nachtarbeitsverbot für Stillende, sind zeitlich nicht befristet. Wir hatten bei uns eine Kollegin, eine Ärztin im Klinikum, mit einem Kind, nicht mit 4, 7 Jahre keine Nachtdienste gemacht hat.
Das ist unverständlich. Also die Ernährungsgrundlage spätestens nach einem Jahr für ein Kind ist bestimmt nicht mehr das Stillen. Und das kann man organisieren, dann kann man auch Nachtdienste machen. Das ist in meinen Augen Unding. Aber natürlich andere Gefährdungen, Gefahrstoffe, die in Muttermilch gehen und dann soll sie bis zum 7. Lebensjahr stillen, sind natürlich zu beurteilen. Aber bei einer Zahnärztin haben wir das Amalgam, Quecksilber. Die wenigsten Zahnärzte bieten das noch an. Wenn sie es anbieten, ist es in gekapselter Form, um eine Gefährdung zu vermeiden natürlich. Sonst kann man es auch arbeitsorganisatorisch möglicherweise delegieren. Also dass jetzt wegen Amalgam ein komplettes Beschäftigungsverbot während des Stillens auszusprechen ist, ist ein Unding in meinen Augen. Der Hintergrund ist ökonomisch. Der Hintergrund ist so, dass das Erziehungsgeld, was man in der Erziehungszeit, die man ja gerne nach der Entbindung dann haben möchte, deutlich niedriger ist, als wenn man ein Stillbeschäftigungsverbot bekommt, welches nämlich den vollen Lohn weiterzahlen würde. So ist es. Mutterschutz beim Stillen. Beim Stillen, das wird ja immer ein bisschen vernachlässigt, diese Zeit, aber es kommt ab und zu und wir haben auch eine Gefährdungsbeurteilung Stillen, die ich Ihnen gleich noch kurz zeigen kann. Es wird nur das, was im Stillvorgang an Übertragung möglich ist, also über die Muttermilch selber, Infektionserreger, Gefahrstoffe und Ähnliches und aufgrund vielleicht noch Blut, wenn die Blutwarze halt, was tatsächlich passieren kann, blutig gebissen wird von dem Kind, dass eben da sozusagen blutübertragbare Erkrankungen auch in das Kind übergehen können. Nur durch die Nähe des Stillens bedingte Gefährdungen, also sozusagen erogene Infektionserkrankungen, sind nicht Teil dieses Assessments. Das muss man differenzieren. Weil Nähe kann man ja auch haben, wenn man nicht stillt. Da haben wir sozusagen ein gleiches Dokument auch erarbeitet für individuelle Gefährdungsbeurteilung für Stillende. Vorgaben aus dem Mutterschutzgesetz, das ist eigentlich nur das Gesetz abgeschrieben, eben in den ersten 12 Monaten die zusätzlichen Stillpausen, die Arbeitszeiten, die Unterbrechungen sind möglich, keine Arbeit an Sonn- und Feiertagen, auch wenn sie muss sich auch bereit erklären, wieder ähnlich wie bei der Schwangerschaft, keine Arbeiten nach 22 Uhr, auch da muss man sozusagen, muss die Frau sich bereit erklären, bis 22 Uhr zu arbeiten, keinen Kontakt zu Gefahrstoffen, die sich eben sozusagen reproduktionstoxische Wirkung auf oder über die Laktation, die wenigsten Stoffe sind bewertet. Es gibt diesen H-Satz 362, der dann eindeutig ausweist, dass es gefährlich ist über die Milch, aber man kann nicht im Umkehrschluss sagen, alle Sicherheitsdatenblätter oder Gefahrstoffe mit Sicherheitsdatenblättern, die diesen H-Satz nicht haben, sind ungefährlich. Das ist unser Problem. Und wenn ich keine Daten habe, muss ich erstmal vom Worst Case ausgehen und sagen, okay, es ist nicht bewertet, wir haben keine Daten, wir gehen erstmal davon aus, dass es über die Milch weitergegeben wird. Das ist ein Gefahrstoffe sind echt ein großes Problem. Krebserzeugende Stoffe, offene Radionuklide sind natürlich auch mit Inkorporation ins Blut und damit auch in die Muttermilch, es geht auch nicht. Das muss berücksichtigt werden. Dann haben wir wiederum jetzt schon mal ein bisschen vorauseilend gesagt, stillend kann man durchaus auch operative Tätigkeiten ausüben mit ein bisschen Auflagen, die wir dann auch hoffentlich für die Schwangeren mal irgendwann umsetzen können. Also sozusagen vielleicht Vortesten der Patienten, Stillende ist bezüglich Hepatitis B immun, solche Dinge, wenn man das umsetzt, kann eine Stillende auch weiter operieren und das Grundlagenpapier des Ausschusses gibt dem auch Vorschub. Die Gefährdungsbeurteilung endet dann ähnlich, beide unterschreiben. Da sind dann noch Kästchen, wo man was frei reinschreiben kann, das habe ich jetzt sozusagen weggelassen. Freistellungen sind in der Regel eigentlich nicht möglich, wenn im Einzelfall muss man drüber sprechen. Dann haben Sie es jetzt auch gleich geschafft. Mutterschutzaufgaben für Betriebsärzte, während Sie beraten, das ist Ihre Funktion nach ASIG, Arbeitssicherheitsgesetz, Sie beraten den Arbeitgeber, Sie beraten natürlich die Beschäftigten, in diesem Fall mit Mutterschutz sozusagen junge, in Anführungsstriche, Frauen, das nenne ich gerne präventiver Mutterschutz, Sie beraten zu Impfungen, nochmal zur Hygiene, bieten an, wir machen es, dürfen es zum Glück, auch Serologien, Zytomegalie und Pavo-B19 für junge Frauen, die in den Kinderkontakt gehen, damit sie vielleicht schon ein bisschen entspannter dann sagen, also ich bin da eh schon IgG-positiv, ich muss da nicht so ganz aufpassen. Oder andersrum, wer negativ ist, weiß, also hör zu, wenn du weißt, dass du schwanger bist, komm bitte zeitnah zu uns, wir machen nochmal die Serologie, vielleicht bist du ja jetzt positiv.
Aber das zeigt auch die gute Hygiene. Wir haben wirklich gute Daten, die negativ sind, die bleiben negativ. Die infizieren sich nicht bei uns, auch noch nicht draußen. Also die Serokonversion ist wirklich niedrig. Wir unterstützen bei der Gefährdungsbeurteilung, spätestens Infektionsgefährdung kann der Vorgesetzte schlecht im Impfpass blättern. Wir gehen auch gerne vor Ort, gerade beim komplexen Setting beraten wir gerne vor Ort, auch wenn Unsicherheiten da sind, nicht, dass wir alles können und wissen, aber manchmal reicht einfach, wenn ein Dritter da hockt, der eine gewisse Neutralität hat, sich beide Seiten anhört, nochmal zusichert, dass er auch im Verlauf der Schwangerschaft gerne zur Verfügung steht, wenn nochmal was auftritt, einfach so ein bisschen zur Entspannung beiträgt, zur Beratung, dann hilft das manchmal auch. Und das Letzte nochmal, womit ich begonnen habe, versuchen Sie, wenn der Betrieb eine entsprechende Größe hat, einen Prozess Mutterschutz anzuregen, wo viele mitarbeiten können, die im Arbeitsschutz tätig sind, um das Ganze einfach zum Standard werden zu lassen. Und take home, also wenn Sie eine Schwangere haben, empfehlen Sie, dass eben eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung gemacht wird, sonst kommen Sie ins Organisationsverschulden und da wollen Sie nicht sein. Dokumentieren Sie, was geht, dokumentieren Sie, was nicht geht und dann sind Sie eigentlich auf der sicheren Seite. Und ehrlich gesagt, immer mit der Schwangeren auch sprechen. Sie weiß ja, was sie tut und was sie kann. Und irgendwas gegen eine Schwangere durchzusetzen, funktioniert eh nicht. Also ich will auch ein bisschen vermeiden, es ist ja nicht wie auf dem Gemüsemarkt, dass ich die Schwangere nun alles aussuchen kann. Wenn irgendwas nicht gefährlich ist und es gehört zum Berufsbild, sollte sie es eigentlich weitermachen. Aber wenn sie sich dann ständig krank schreiben lässt und stückweise immer sozusagen den Vorgesetzten vor veränderte Tatsachen stellt, ist auch keinem geholfen. Also man muss irgendwie so einen Mittelweg finden. Und je mehr man die Schwangere mitreden lässt, desto solider wird das Ganze. Und dann haben sie es jetzt geschafft. Ich habe sogar die Zeit was gefüllt. Wir haben aber noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Ja, liebe Frau Hochmann, vielen, vielen Dank. Also ich bin wirklich froh, dass wir Ihnen mehr Zeit haben. Ja, ich hätte es auch schneller gekonnt, dann wäre es ein Film geworden. Ja, aber dann hätten wir nicht mehr gekonnt. Nee, ich finde, das war total spannend. Also wirklich Kompliment. Ich habe das bewusst. Wie gut organisiert Sie das gemacht haben. Und ich fand es total spannend. Ganz viele Hintergrundinformationen. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ein oder andere Frage gibt aus dem Plenum. Ich sehe, es gibt auch Kommentare oder Fragen im Chat. Fangen wir vielleicht mit dem Plenum an, wenn es was gibt. Das sehe ich aber im Moment nicht. Ist eigentlich tot geredet. Dann würde ich sagen, Frau Kuhner. Genau, ja, es gibt mehrere Fragen online. Ich fange einfach mal an. Und zwar wird die Frage gestellt, wie Sie die körperliche Belastung in der Pflege während der Schwangerschaft bewerten und welche Tätigkeiten schwangere Pflegekräfte in dem Zusammenhang noch übernehmen können. Genau, das ist ganz, ganz schwierig, diese 5 und 10 Kilo. Keiner weiß, wo die herkommen. Die Orthopäden nicht, die haben wir ja auch bei anderen Einschränkungen immer gern diese 5 und 10 Kilo. Die sind auch einfach abgeschrieben worden. Wir haben überhaupt keine Übersetzung, welche Tätigkeiten im Krankenhaus tatsächlich diesen Gewichtsangaben entsprechen. Also wir stehen da völlig nackt. Und insofern auf keinen Fall irgendwelche manipulativen Tätigkeiten am Patienten alleine, wenn zu zweit. Und bei Übergewichtigen ist manchmal zu zweit auch nicht möglich. Ich würde da so grob sagen, also einen Normalgewichtigen zu zweit wenden. Dann kleine Hilfsmittel, große Hilfsmittel, noch auch für Nicht-Schwangere natürlich. Da fängt es ja auch schon mal an, anlasslose oder anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung. Die kleinen Hilfsmittel zum Bewegen von Patienten sind unterrepräsentiert. Die liegen meistens in irgendeinem Schrank. Dann ist man, ich will nicht sagen zu faul, keiner in der Pflege ist zu faul. Aber dann liegen sie irgendwo ungünstig und bevor man sie holt, dann macht man es lieber doch selber. Und einfach, dass man das auch hineinträgt und das hat gar nichts mit Mutterschutz zu tun, sondern für alle. Deswegen für viele und gerade Schulen und Ausbildungsstellen, wo Mutterschutzgesetz ja nicht gültig war, wird über den Mutterschutz der Arbeitsschutz hineingebracht. Und dann bloß wegen dieser Schwangeren müssen wir das jetzt alles machen. Deswegen ist mein Credo immer, guten Arbeitsschutz in die Bereiche zu bringen. Und dann muss ich gar nicht mehr so viel Mutterschutz betreiben. Aber zum Heben und Tragen tatsächlich im Einzelfall einfach, ich kann nichts anderes sagen, als schauen, dass Sie natürlich nicht einzelne Patienten mobilisieren müssen, sondern wenn zu zweit und möglichst gar nicht, wenn es und arbeitsorganisatorisch zu lösen ist. Deswegen auch besser in die Frühschicht
aber 6 Uhr wiederum das Problem, wo ich meist eine bessere Besetzung habe. Wir sind zum Beispiel bei uns sämtliche Stationen der Kinderklinik durchgegangen, um zu schauen, was geht und nicht geht. Da ist Heben und Tragen natürlich nicht so vordergründig. Ich soll nur sagen, dass man Schwangere, wenn sie gut qualifiziert sind in der Pflege, durchaus auch als Anleiter, Praxisanleiter weiterverwenden kann, als Add-on, dann sozusagen eine Schülerin begleiten kann. Die Schülerin macht dann das Heben und Tragen. Mit Hilfsmitteln hoffentlich, und die Schwangere halt nicht selber, aber sozusagen begleitet die Schülerin und bringt gleich was bei. Das ist so ein, was auch nicht immer umsetzbar ist. Also je kleinteiliger man arbeitet und je mehr Fantasie man erfindet, desto eher geht es. Aber auch hier pauschal eigentlich keine Aussagen, höchstens möglichst kein Mobilisieren von Patienten, wenn immer möglich, oder nur mit wirklich großen Hilfsmitteln. Aus dem Plenum gibt es im Moment noch keine Frage. Dann würden wir im Chat weitergehen. Genau, und erstmal vielen Dank für die Antwort. Ja, es wird auch noch gefragt, wie es mit Blutentnahmen und Zugang legen durch schwangere Ärztinnen, wie sieht es? Genau, das wäre ja sozusagen diese Gruppe operieren, also blutübertragbare Erkrankungen, Infektionsgefährdung, da ist das Operieren ja, sag mal, infektionsträchtiger als das Blutabnehmen. Insofern unter uns, wir erlauben es weiter, wo kein Richter da, kein Kläger. Wir stellen es, also bei uns in der Arbeitsmedizin kann man super als schwangere Ärztin weiterarbeiten, ist überhaupt kein Problem. Wir stellen es den Schwangeren frei, ob sie es möchten. Keine Notsituationen, geübt sollten sie sein. Die sicheren Systeme sollten standardisiert sein, nicht 5 verschiedene Systeme an 5 verschiedenen Orten. Und wenn eine Schwangere mal irgendwie einen schlechten Tag hat und sagt, jetzt möchte ich heute doch nicht, haben wir für Sie Ausreden vorgegeben, die Ausreden, die sie dann verwenden kann. Entweder das Labor geht gerade nicht, der Fahrdienst kommt nicht, oder der Kollege ist gerade nebenan, dann macht der es. Oder bitte machen Sie nochmal einen Termin. Das lassen wir der Schwangeren offen, wie sie es kommunizieren möchte, dass sie es dann nicht macht. Und sonst, meist ist es ja delegierbar, wenn es schwanger ist, nicht möchte. Aber ich denke, die Infektionsgefährdung, die Stichereignisse sind so selten. Es gibt natürlich immer welche, es kann passieren, aber dann, wenn man die Rate der tatsächlichen Infektionen, egal ob schwanger oder nicht, die daraus entstehen, sind minimal. Und die Bekan bei der BGW, da hat ja Frau Stranzinger auch vor allem gesucht, das ist, glaube ich, im niedrig zweistelligen Bereich, wie viel BK3101 mit ungeborenem Kind es überhaupt gehandelt wurden. Es ist wirklich das Risiko ganz, ganz gering. Wenn man ich natürlich weiß, hier habe ich einen HIV- oder Hepatitis B-C-positiven Patienten mit einer relevanten Viruslast, dann geht die Schwangere da halt nicht hin. Ne? Ganz klar. Ja, vielen Dank. Frau Kunert, haben Sie noch was für uns? Ja, ich kann gerne noch weitermachen. Es wird auch noch gefragt, welche Serologie bei Ihnen bei der Einstellung betriebsärztlich bestimmt oder bei der Einstellung verlangt wird. Genau, das ist nicht unbedingt Mutterschutz, das ist sagen auch nicht denke Betriebsarzt, sondern es ist denke Einstellungsuntersuchung, Infektionsschutzgesetz, Masernschutzgesetz, / Paragraph 23a, also dass der Arbeitgeber sozusagen Serologien oder Immunitäten voraussetzen kann für die Beschäftigung in bestimmten Bereichen. Bei uns ist seit 2016 Masern, Varizellen, Pertussis. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, Masern habe ich ja jetzt über das Masernschutzgesetz verpflichtend. Varizellen, Pertussis haben wir, weil A, hohe Prävalenz, gute Impfbarkeit, hohe Infektiosität, also hohe R-Zahl. Die kennen Sie ja jetzt, seit Corona kennt ihr jeder. Wir haben eine R-Zahl bei Masern zwischen 12 bis 18, Pertussis auch um 10 bis 12, sodass wir da ein relevantes Infektionsgeschehen haben. Und das sind die 3 Immunitäten, die wir voraussetzen. Bis auf wenige, die dann tatsächlich dann ihren Job nicht antreten, haben wir da keine Probleme. Wer aus gesundheitlichen Gründen Lebendimpfung, vor allem mit Masern, nicht impfbar ist, da haben wir eine kleine Ethikkommission aus Infektiologie, Arbeitsmedizin, Hygiene, die sich dann mit den Bereichen zusammensetzen, auch anonym einfach das sozusagen besprechen, welche Lösungen wir da haben. Manchmal
MS zum Beispiel kommt immer mal wieder, dann sagen wir einfach, lass dich nochmal beraten, ob du nicht doch impfbar bist. Manchmal löst es sich darüber, manchmal kann man patientenfern irgendwas finden. Also da bemühen wir uns sehr natürlich. Wer nur aus Überzeugungsgründen sich nicht impfen lassen will, da bemühen wir uns dann weniger. Aber das funktioniert ganz gut für Leute, die interventionell tätig sind, also operieren. Haben wir dann Hepatitis B, C und HIV, die Infektiosität, nicht die Impfung, sondern da gucken wir nach Hepatitis B-Antigen, Anti-HCV und Anti-HIV. Auch die werden nicht stigmatisiert in dem Sinne, dass sie dann nicht genommen werden, sondern da haben wir einfach so ein Management, wir nennen die chronisch Infektiöse, wie die sozusagen mit Gefährdungsbeurteilung, Tätigkeitsprofil, gibt es dann halt je nach Viruslast Tätigkeiten, die dann nicht gehen. Also der Thoraxchirurg mit einer hohen Viruslast, da wird es dann vielleicht schwierig, aber sonst findet man eigentlich für die auch Tätigkeiten. Die meisten sind ja behandelt. HIV und Hepatitis C haben wir kein Problem mehr. Die haben gute Therapien, gehen mit der Viruslast runter, haben ein paar Altlasten mit hoher Hepatitis B, mit hohen Viruslasten, aber sonst ist das nicht mehr so das Problem. Ja, vielen Dank. Also mir wäre fast das böse Wort von der Impfpflicht durch die Hintertür gekommen, aber Sie haben das ja wunderbar relativiert. Wir haben Immunitätspflicht. Wir senden das anders. Sie können sich die Immunität holen, wo Sie wollen. Sie können Ihre Masernpartys feiern, wenn Sie das für richtig halten, aber... Frau Kuhnen, ein letzter Kommentar würde noch reinpassen und dann sind wir am Ende. Genau, haben Sie noch einen? Ja, ich habe noch einen und zwar, ob Neugeborene auf Neonatologiestationen Überträger von CMV sein können. Könnten sie theoretisch, aber sie sind ja eingehaust. Also im Arbeitsschutz gibt es ja die eingehauste Maschine und da haben wir das eingehauste Frühchen und die werden ja nur sozusagen von außen betreut und sozusagen wäre da also eine Exposition auszuschließen, weil die Hygienemaßnahmen mit den Frühchen extrem hoch sind, sodass wir das schon länger zulassen, dass eine Zytomegalie negative Kraft tatsächlich an dem Frühchen arbeiten darf. Bei uns ist zusätzlich immer bekannt auch noch. Die Mütter und die Kinder werden bei uns untersucht, sodass sogar bekannt ist, was positive Frühchen sind oder negative. Und wenn die Mutter negativ war, dann ist das Frühchen auch negativ und andersrum wird das Frühchen dann schon auch positiv sein, wenn die Mutter positiv ist. Aber es werden beide untersucht bei uns. Aber ich weiß nicht, ob das Standard ist. Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort, weil das im Prinzip das zusammenfasst. Also wenn das Frühchen geschützt wird, dann geht es sozusagen in die beide eine Richtung, aber es geht eben auch in die andere Richtung. Und das ist bei der FFP2-Maske genau. Einen wunderbaren Schutz. Genau. Ja, Frau Hoffmann, also ich habe Sie schon vorher bewundert, aber jetzt bewundere ich Sie noch mehr. Also wirklich ganz fantastisch, wie Sie das hier dargestellt haben. Vielen Dank dafür. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Der virtuellen Community vielen Dank für Ihre Fragen und Kommentare. Ihnen vielen Dank, Frau Kuhnert, dass Sie das so schön rübergebracht haben. Vielen Dank fürs Dolmetschen. Vielen Dank für die Technik. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Nachmittag und vielleicht heute Abend zusammen einen schönen Abend. Vielen Dank.